So, passen wir mal auf. Beschäftigen wir uns mal weiter mit diesen komischen, unendlichen, aber periodischen Kettenbrüchen. Ne? Nehmen wir mal den hier. 3, Semikolon und dann Periode 6. Ja? Also Periode 6 im Sinne von, was ist das hier? Das ist die 3 plus 1 durch, und jetzt kommt's. 6 plus 1 durch 6 plus 1 durch 6 plus 1 durch 6 und so weiter. Ne? Hört nie auf. Sie wissen nicht, was da am Ende kommt. Okay? Sondern das hört nie auf. Das geht ewig weiter so. So. Was ist das für eine Zahl? Ich hätte gerne den Wert dieser Zahl. So, da ist man natürlich jetzt erstmal unendlich beschäftigt. Ne? Also wenn man jetzt das wirklich ausrechnen wollte, wüsste ich gar nicht genau, wie man das machen soll. Man muss ja hier irgendwie diese Brüche umformen und dann wird es irgendwie schwierig. Ne? Vielleicht kann man jetzt mal, könnte man schauen, die ersten, machen wir es doch mal. Gucken wir mal die ersten paar. Ne? 3, nehmen wir mal 6,6,6. So, wenn wir das ausrechnen wollten. Ja? Gucken wir mal, was da rauskommt. Das ist 3 plus 1 durch 6 plus 1 durch 6 plus 1 Sechstel. Ne? So, oder? Gut, das formen wir es mal rückwärts um, machen wir mal einen normalen gemeinen Bruch draus, ansonsten hat man Schwierigkeiten, es auszurechnen. Also hier habe ich unten habe ich 6 plus ein Sechstel, das sind 36 Sechstel plus ein Sechstel sind 37 Sechstel. Ne? Da habe ich also hier 6 plus 1 durch 37 Sechstel. 36 Sechstel plus 1 Sechstel, 37 Sechstel. Sie müssen jetzt wieder aufpassen, dass ich mich nicht vertue, weil hier vorne, das kriegt man nicht so gut mit. So, hier kommt auch ein Plus hin. Ne? So. 3 plus 1 durch 6 plus 6 37stel. Machen wir hier unten weiter. 3 plus 1. So, wie viel 37 sind das? 180. 6 mal 7 ist 42. 222 37? Hä? Bitte? Ja, plus die 6. 228, genau. Ja, also nochmal, 180 plus 42 sind 222 plus 6 sind 228 37. So. Ist also gleich 3 plus 37, 228stel. So, wie viele 228stel sind das? Das sind 660 plus 24, 684? 684? Schreibe ich nochmal auf, 684, sonst vertut man sich vielleicht. Plus 37, 228stel. So, das sind 714, 721. 228, oder? Gucken wir mal. Ja. Was kommt da raus? Ungefähr? Ungefähr? Drei, machen Sie mal mehr. 3,1? Nummer 228? 228? 0? Na, komm. Okay. Hm? Das hätten wir mal im Kopf rechnen können, genau, aber ich muss es ja auch, ich muss ja vorne so rechnen, dass Sie es nachvollziehen können. Ja? So, also, na, so kann man jetzt so einen endlichen Kettenbruch ausrechnen, ein bisschen umständlich vielleicht, ne, aber eigentlich rückwärts gerechnet ganz gut nachvollziehbar. So. Aber mit Unendlichen ist es ein bisschen schwierig. Ne? Aber hier können wir denselben Trick anwenden, den wir angewendet haben, wie bei den Fibonacci-Zahlen. Passen Sie auf. Und zwar machen wir Folgendes. Die Situation, die wir hier haben, ist so ähnlich wie bei den Fibonacci-Zahlen, mit dem einzigen Unterschied, dass hier nicht 6 plus 1 durch 6 plus und so weiter steht. Ne? Hier vorne steht eine andere Zahl als hier unten überall. Bei den Fibonacci-Zahlen stand auch hier vorne eine 1 plus 1 durch 1 plus und so weiter. So. Das heißt,
Wir bringen das jetzt erstmal so in die Form, dass hier vorne auch eine 6 steht. Dazu basteln wir uns eine neue Zahl, nämlich nehmen wir y ist gleich x plus 3. Ich addiere zu x, nehmen wir das hier mal x, das ist x. Ich addiere zu x 3 dazu und dann kriege ich folgende Zahl. 6 plus 1 durch 6 plus 1 durch 6 plus und so weiter. Also letztlich 6, Periode 6. So. Einfach 3 dazu addiert, damit ich vorne auch eine 6 stehen habe. Okay. Was habe ich jetzt? Gucken wir uns mal genauer an. Ich weiß jetzt, mein y ist dasselbe wie 6 plus 1 durch y. Ne? Denn hier steht ja nichts anderes als 6 plus und dann mein Kettenbruch so nach unten. Ne? Das ist nichts anderes als der Gesamtbruch. Also kann ich hier unter dem Nenner hier auch y schreiben. Das ist das gleiche wie das Gesamtding. Jetzt gucken wir mal, was rauskommt, oder? Rechne mal rum. Gesundheit. Was machen wir? Wir nehmen auf beiden Seiten mal y. Und dann haben wir hier y² ist gleich 6y plus 1. So, jetzt hole ich alles auf die andere Seite. y² minus 6y minus 1 ist gleich 0. Eine ganz einfache quadratische Gleichung, ne? Easy, einfache quadratische Gleichung. Also dann ist y gleich plus minus, Quatsch, minus p halbe, also 3 plus minus Wurzel aus 3 zum Quadrat, 9 minus q plus 1. Ist also gleich 3 plus minus Wurzel aus 10. Einfach PQ-Formel, Mitternachtsformel, können Sie anwenden, was Sie wollen, ja, was Ihnen eher beliebt. Okay, und dann haben wir hier letztlich y zwei verschiedene Möglichkeiten. Allerdings ist eine davon nur positiv, die andere negativ. Also wir brauchen nur die positive, weil der Bruch oben y ist ja definitiv positiv. Ne? Also brauchen wir nur unser y1, das ist 3 plus Wurzel 10. Außerdem wissen wir, unser y ist x plus 3. Daraus folgt, x ist gleich Wurzel 10. So. Ist das nicht schön? Gucken Sie mal, das da, hier, ist Wurzel 10. Ne? Oder das da. So, was ist denn Wurzel 10? Moment, Wurzel 10 ist ungefähr, schreib es mal hier hin, ich habe es mal hier drunter, Wurzel 10 ist ungefähr was? 3,16. So. Und da sehen Sie jetzt auch die Power, die in den Kettenbrüchen steckt, wenn man approximieren will. Wenn Sie nur die ersten drei Stellen hier nehmen, ja? Also nur die ersten drei letztlich, wie soll man sagen, nach Semikolon stellen, ja? Dann haben Sie schon eine verdammt gute Annäherung an den tatsächlichen Wert. Das wäre anders, als wenn Sie im reinen Dezimalsystem arbeiten und sagen, okay, das ist ungefähr 3,162. Ja? Da haben Sie auch nur vier Zahlen oder vier Stellen verwendet, 3,162. Aber die Annäherung ist längst nicht so gut wie durch diesen Kettenbruch. Und das Schöne dabei ist auch noch, Sie haben die Systematik da drin. Ja? Das klappt leider nicht für alle irrationalen Zahlen. Ne? Da gibt es auch eine ganze Theorie der Kettenbrüche und so. Ja, für so Wurzeln klappt es oft ganz gut hier, dass man da so eine systematische Darstellung hat. Wenn Sie es mal mit Pi probieren, wenn Sie Pi versuchen so anzunähern, durch so einen Kettenbruch, wenn Sie keine Systematik finden, zumindest hat man noch keine gefunden. Ja. Und wenn Sie es mit E probieren, dann ist da wieder eine Systematik drin und so. Also da gibt es echt ganz schöne Geschichten, ne, in dieser Kettenbruchentwicklung.
Okay, gibt es Fragen bis dahin? Fragen? Ja? Wenn Sie Fragen nicht jetzt stellen, sondern später stellen, dann kommen die Fragen in einem anderen Videoteil. Ne? Das ist immer so ein bisschen knifflig. Also lieber jetzt stellen. Okay.